2018 war ich mit dem Prototypen des Seat Tarraco unterwegs. Doch jetzt ist es endlich soweit. Er ist fertig. Ja, das ist er, der neue Seat Tarraco. Hinter Gittern. Wäre super, wenn man da rein könnte, oder? Tja, Überraschung. Das geht. Einmal mitkommen, bitte. Das ist er, der neue, große SUV von Seat. 5 Sitze sind es immer, 7 sind möglich. Man hat Allrad mit dabei, man hat 4 Motoren und man hat ein komplett neues Dashboard, nämlich rein digital. Aber am besten ist natürlich, wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Also rein in die gute Stube und ab über spanische Straßen. Bei der ersten echten Fahrbegegnung stellt sich mir gleich ein Offroad-Parcours vor den Tarraco. Nicht, dass der Seat Tarraco als Kraxler konzipiert wäre, doch Seat möchte natürlich zeigen, wie umfassend seine Talente sind. Mit 190 PS und DSG-Automatik sowie 4-Drive-Allradantrieb erklimmt der Tarraco steile Hänge und die ein oder andere Offroad-Hürde. Wird man im Alltag wohl eher nicht benötigen, aber funktioniert trotzdem blendend. Viel wichtiger ist, wie sich der Tarraco auf der Straße verhält. Und hier gibt es Freudiges zu vermelden. Das Fahrwerk ist aus einer Legierung von Komfort und Dynamik geschnitzt. Sehr nah am fahraktiven Ateca und somit gut in der Seat-DNA verankert. Der Tarraco sollte aber eben nicht bloß als Ateca mit mehr Platz verstanden werden. Deswegen zeigt der große Spanier die neue Designsprache von Seat am Blechguide mit noch mehr Ecken und Kanten. Schmale Scheinwerfer an der Front und eine unverwechselbare Heckscheinwerfer-Grafik. Diese Geschichte geht im Innenraum weiter, luftig, mit guten Materialien und im frischen Look. Es gibt nur eine einzige Sache, die mich ein wenig beschäftigt. Das ist also der neue Seat Tarraco von innen und wie man sieht, ist es ein Ausblick in die Zukunft von Seat, denn so ähnlich wie der Tarraco werden auch künftige Seat-Modelle aussehen. Man hat zum einen vor der Nase ein Display, das man natürlich auch durchflippern kann auf verschiedene Modi. Dann hat man daneben einen Mittelcluster, der auch Annäherungssensoren haben. Und dann hat man noch die horizontale Ausrichtung des Dashboards generell. Das führt zu mehr Weite im Auto. Man fühlt sich einfach ein bisschen besser aufgehoben. Alles sehr fein gemacht, ist alles toll geworden. Aber eine Kleinigkeit gibt es, wo ich mir so denke, naja, da hätte man noch ein bisschen mehr Design reingeben können, nämlich das Handschuhfach. Es geht auf, es geht zu, es funktioniert, das ist auch ein guter Kunststoff, der verwendet worden ist, nur ästhetisch ist es jetzt nicht so ganz beim Rest vom Auto. Da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Aber es kann ja auch vielleicht daran liegen, dass Volkswagen mal angerufen hat bei Seat und gesagt hat, Jungs, das darf nicht zu gut werden. Ich will ja niemand was unterstellen, aber das könnte durchaus passiert sein. Aktuell ist der Tarraco mit 4 Motoren erhältlich, nämlich Benzin- und Dieselmotoren mit 150 oder 190 PS, mit Handschalter oder DSG-Automatik, frontgetrieben oder eben 4-Drive Allradantrieb. Doch das ultimative Kaufargument sind nicht die Motoren, sondern das Raumangebot des Seat Tarraco. Jetzt zeige ich euch mal was, das ist eigentlich was, das sieht man selten, nämlich der Tarraco ist natürlich ein Familienauto, ein sehr, sehr gutes mit unheimlich viel Platz, aber man bekommt im Tarraco etwas, das hat man nicht mal in der First Class von der Emirates Airlines, nämlich, schaut euch das an, das ist einmal mindestens ein halber Meter für die Beine. Ich bin nicht sehr groß, ich habe schon viel Platz, wenn ich jetzt noch zurückfahre, ich kann meine Beine ausstrecken. Und jetzt kommt der Clou, nämlich der Tarraco kann in der zweiten Reihe was, da kann keine First Class bei einer Fluglinie mit. Nämlich, wir haben hier zwei Cupholder in der Mitte ein Loch, das ist vielleicht für Soletti. Dann haben wir hier noch ein Dreh mit einem Cupholder und hier noch ein Dreh mit einem Cupholder und wir haben hinten auch noch eine eigene Klimazone. Kombiniert mit den, naja, guten halben Meter Beinfreiheit, würde ich mal sagen, da kannst du dein First Class Ticket nehmen und investieren in einen guten Tarraco. Ob der Tarraco auch auf Eis und Schnee oder bei Hitze in der Wüste etwas taugt, werden wir in Go demnächst überprüfen.